Wo ist denn der kontrolliert, bitte? Keine Ahnung. Parasitenkopf? Nicht genügend Vitalität. Nie hast du genügend Vitalität. Oh, 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 oh. Hab dir was zum Spiel mitgebracht? Ich seh schon. Und ich krieg's ja nicht ins Visier. Hallo? Ist ja hart. Mammuts! Wow! Ja, mal kurz überfordert sein, so. Okay, hat gesessen. Hat doch gepasst. Ja, ist okay, ist okay. Ich sag ja gar nichts. Alles cool, alles cool. Nice. So, da haben wir dann noch ein paar Mammuts. Wie viel brauchen wir noch? Das ist das letzte. Cool. Und jetzt brauchen wir noch den wahrscheinlich Chef-Mammut. Mr. Chef-Mammut. Mr. Le Chef. Ja, klar. Ja. Okay, einfach volle Möhre Rind, aber. Warum sind die Chefs eigentlich immer leichter als der Rest? Ja, sind doch auch leichter. Aber die Chefs gehen nochmal ein Stück schneller down. Keine Ahnung. Oh, ein Peridot. Ah. Schön. Onyxia. Ah. Dann können wir wieder zurück. Super. Ach ja, freue mich schon auch irgendwie auf die Endstufe, wenn wir dann so richtig Unternehmungen machen können. Oh ja, das wird bestimmt total lustig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da so alles so Schönes erwartet. Das Mammut. Ich will schon wieder Stress. Naja, wenn er will. Und er starb dafür. Ach, da ist das Vieh. Guten Tag. So, Hemdchen. Ist das besser? Nein. Du bist schon losgeritten, wa? Jo. Ist querfett eingelaufen? Ach, da. Einfach mal hier ein bisschen hochgehupft. So viele Gegner. Au. Du sollst doch nicht gegen das Mikro hauen. Mach ich aber gerne. Merk schon. Ich lass dich mal machen, ne? Nein, Spaß. Ich helfe mit. Ups. Was passiert? Bist du gestorben? Ja, ja, ich bin in der Grütze stehen geblieben. Ich dachte mir, ach, das wird nicht so viel abziehen und plupp, da lag ich im Dreck. Na toll, jetzt kriegst du gar nicht gut geschrieben, wa? Nee. Oder doch, 2 von 7. Sehr gut. 3 von 7. Okay. Und ich also lebe noch. Okay, oh, wir müssen, sollte mir fürs Protokoll merken, nicht in der Grütze stehen, die tut doch ein bisschen weh. Voll geil, wir dürfen jetzt ins Schiff rein. Ja. So ein bisschen. Ich brauche irgendwie eine Fähigkeit, womit ich Leute anlocken kann, das wäre mal was. Womit ich mir die auseinanderziehen kann, weil wenn ich jetzt hier reinrase, habe ich gleich 3 in der Backe. Ey,
Ey. Ah ja. Liebevoll rausgezogen. Zeiteigner. Der sieht irgendwie special aus. Ja, kriegen wir auch noch eine Quest für den, also. Nein, oh Mann. Super. Du hast ein Item erhalten, Rubin A. Echt? Ich habe gar nichts gelootet. Strange. Alles klar. Ich hatte doch gerade einen Rubin A. Oh oh. Ja. Wir sterben. So, okay, ich erinnere mich wieder, was es für eine Fähigkeit war. Ja, da erklärt natürlich alles, warum ich gestorben bin. Was denn? Oh, dieser Kreis, kommen so Eisstacheln aus dem Boden. Ja, ja, stimmt. Oh, wir haben fertig, oder? Wir haben fertig, ja. Wir haben fertig. Wir sind fertig. Sehr schön. Na, ja, das läuft doch. Ja. Und wir haben noch knapp 50 Minuten Zeit in der Aufnahme, um das nächste Level zu erreichen. Yay. Könnte eventuell klappen. Ich habe fast die bei mir 43%. Mal schauen. Wieso 50? Du meinst eine Stunde? Nee, wir nehmen schon 27 Minuten auf. Echt? Ja. Guten Tag. Alles klar, okay. So, jetzt Fehler beiderseits. Bewusstseinsserum. Okay, wir kriegen Schuhe. Die schlechter sind. Jetzt dürfen wir den ins Wrack. Na klar. So, Berg hoch, Berg runter. Schön. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt für mir für einen Privatcharakter dann erstellen werde. Bin auch bei der Magerin dann überlegen. Irgendwie habe ich auch Bock auf irgendwas Magisches. Weitläuferin natürlich, was du spielst, ist auch geil, aber irgendwie kenne ich das jetzt schon, ne? Ja. Durch dich. Nochmal was ganz anderes. Irgendwann nochmal selber spielen ist wieder was anderes, ja. Oder ein Okkultisten. So, da hinten gibt's da auch noch was. Da liegt was. Ah, ja, toll, ja. Das spawnt bestimmt wieder. Müssen wir wieder bestimmt getrennt voneinander machen. Ach, so ein Eingefrorener. Mach du erst mal. Ja, ich bin gerade dabei. Nö. Nee. Ach, cool. Na klar. Geil, ich bin in so eine andere Ebene gewechselt, gerade wo der mich angreifen wollte. Okay, ich wurde geportet. Du auch, wa? Ja, ja. Bist du bei mir? Ja, ja, ich bin bei dir. Ja, 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 okay. Ja, ist ja okay, brüll mich nicht an. der Witz ist, die Schuhe wären genauso gut. Ich sehe gerade, dass ich gar keinen Stein in meinen Schuhen drin habe. Das ist schlecht. Okay, Moment. Ich muss mal kurz das ändern. Das ist ja jetzt mysteriös. Warum habe ich in meinen Schuhen keinen Stein drin? Thomas, was machst du denn da schon wieder? Kommt der... Passt rein. Wunderbar. Nee, passt nicht rein. Haha. Das war das Problem. Achso, ich hatte keinen Amnetizist A dabei. Ah. Doch, habe ich. Ja, jetzt bestimmt. Erst. Ich mach den mal... Ich habe zwei davon, die werde ich mal kurz eine Stufe höher hauen. Und dann hau ich die direkt in die Schuhe rein. Jo, mach das. So, schön. Schüchen und hinein. Edelstein erfolgreich gesockelt. Edelstein erfolgreich gesockelt. Wunderbar. Ich bin mal für neue Titel. Ach, wir haben ja alles. Ja, wir haben es jetzt ein geändert. Bisschen geändert. Guck mal, die Zeit ist auch nicht mehr stehen geblieben. Richtig. Das Ding ist jetzt. Ah, understand. Cool. Mammut. Tschüss.
Jetzt ist es auch nur noch Mammut, kein besonderes mehr. Ja. Haha, dein Name ist... Ich habe das leider nicht gut geschrieben bekommen. Also müssen die Teile alle separat sammeln. Aber du kannst ja schon mal losflitzen, das nächste organisieren, dann müsste, dann haben wir von den Spawnpunkten her, weißt du? Okay. Ich warte hier, bis das Schwert wieder kommt. Und betrachte mich ein wenig. Oh, sehe ich gut aus. Ich habe ein Metall-BH an. Mehr auch nicht. Stoffpreise waren zu teuer, dafür musst du Metall herhalten, ne? Ja, aber der BH hat sogar einen Kragen, das ist auch interessant. So, Jarrox Schwert. Der Jarrox Krone. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich bleib mal hier, wo ich bin. Damit du eine Probeorientierung hast, wo du hin musst. Ich hab ja, ich seh's auf der Karte. Hui. Hüpf, hüpf, hüpf. Muss er spawnen. Ja, ja. Warte auf mein Krönchen. Ah ja, da ist er. Die Krone vom Lichtkönig. Und der Ring so überdimensional groß und fett. Ah, ist im Schiff drin, wa? Ja. Cool. Ich warte dann hier so auf dich. Tanzend, ich sehe schon. Jo. So, jetzt muss ich auf den Ring warten. Ach ja. Das sind eigentlich immer diese zeitzögernden Quests. Ja, gut. Ich frage mich, wie das war, als das Spiel hier gestartet ist und man dann öfters so eine Quest mal hatte, wo man auf den Gegenstand warten musste, auf den Respawn und dann gleich mehrere Leute natürlich da eigentlich ran wollten. Das Ding sieht doch schon ziemlich groß aus, wenn es da so ja, das sieht eher aus fast wie ein Gürtel für mich. Ja, ja, deswegen. Das sieht ja jetzt fast nach Ende in diesem Gebiet aus hier, wo wir jetzt gerade sind. Ja, es war ja nur ein kleiner Grundkurs. Lol. Was los? Ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge hier irgendwie fest. Oh oh. Alle klar. Versuch mal abzumounten. Ja, jetzt funktioniert's. Wunderbar. Das sah aber gerade auch aus, als wäre ich in der Zeit stehen geblieben, eingefroren. Hast dich angepasst, dem Gebiet. Finde ich gut. Ja, wie so. Früher war so in dem Motto. Yo, Jarrox. Hier hast du deine Sachen und ich krieg dafür nur einen Verband, ne? In der Truhe natürlich drin. Och, ein Trank. Naja, immerhin. So. Schriftrolle. Heilungsschriftrolle. Yay. Jetzt dürfen wir wieder... Zurück. Ja. Das gut. Portal, durch das wir gekommen sind. Er hat uns supporten können, ne? Ich glaube, der ist kein Magier. Ach so. Ist eher so der Schwertkämpfer, ne? Boah, so ungefähr. Sprich mit Farrok. Farrok, Jarrox hat gesagt. Ja, ich glaube, da sind denen mal kurzzeitig die Ideen ausgegangen. Für Namen? Mhm. Naja, das ist ja bei WoW aber eigentlich fast das gleiche. So, ne? Die haben hier Ork hinten dran. Und wenn du mal an die Drachen denkst, die Bronzedrachen bei WoW haben immer Us hinten dran. Die, die roten Drachen haben Asa. Was waren bei den blauen Drachen? Ach ja, die haben Oss. Und wen haben wir noch? Die Grünen, ne? Ja. Und die haben das Ra meistens hinten dran. Eigentlich ganz lustig. So kannst du dir die Namen auch zusammenbauen. Ja, wenn du dir das merkst, immer
Warte mal, die Bronzen Drachen, das ist. Wie ist denn der große? Kaligos? Kaligos war der eine blaue. Genau. Das war Nostromus. Genau, Nostromus. Gisara, Alexstrasza, Maligos. Genau. Und dadurch die Endungen. Und Neltharion, da müssten ja eigentlich die schwarzen Drachen On hinten haben, ne? Das habe ich noch gar nicht überprüft. Ja, aber es kann auch sein, dass es direkt über Deathring ist, also Todesschwinge. Naja, ist ja. Neltharion ist ja Todesschwinge. Also ist ja Neltharion zu finden. Ja, Neltharion, als er noch nicht verderbt war. Und Todesschwinge, nachdem er verderbt war. Ah, oh, Eisenkettenvorhut. Ich hab grad Vorhaut gelesen. Oh Mann. Das kommt mir so bekannt vor. Ja, in WoW gibt's ja auch diesen Titel von der eisernen Vorhut. Ja, stimmt. Ich sag mal von der eisernen Vorhaut. Von daher, tröste dich. Ich bin nicht ganz blöd. Juhu! Und ich muss schon wieder essen. Flup. Aber an sich ist es eigentlich ein ganz interessantes System mit den Essen und so. Ich finde es schon irgendwie auch irgendwie cool, auch wenn es mich manchmal ein bisschen nervt, aber im Prinzip ist es mal so ein neues System, wo man auch ein bisschen Sinn für das Essen auch bekommt, was man herstellt. Ja. Das ist jetzt als immer nur Buffs, die einen ja irgendwie einen Zusatzeffekt bringen, sondern dass eben halt Essen tatsächlich ja was Notwendiges ist. Wie im wahren Leben. Gut. Oh, stell dir mal vor, wir hätten so. Ohne Essen sehr lange überleben. Oh, ich bin ja fast von Sterben. Ich sag mich mal. Stell dir mal vor, das wäre wie bei DayZ oder so, wo du dann auf Essen, Trinken und alles Mögliche achten musst. Erschöpfung. Mal hinlegen, schlafen. Ach du Scheiße, ich glaube, da würden wir nicht ein bisschen vorankommen. Ja, wenn, dann müssten sie das so anpassen, dass das Leveln halt einfacher wäre. Bei Skyrim zum Beispiel ist das Leveln echt extrem. Da musst du das Leveln ja über Fertigkeiten machen, die du levelst. Also Zweihandangriffe oder eben halt durch, kannst die Level durch dein Kochen beeinflussen, musst du dann auch irgendwann, weil irgendwann dauert so ein Punkt dann mal ewig im Fertigkeitsbaum. Ich habe hier noch was offen. Geschwächte Macht. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, aber ich habe den gerade getötet dafür. Okay. Ja, wie gesagt, das Level bei Skyrim ist schon auch sehr interessant. Ich glaube, ich kann da mal was austauschen. Ja, ich auch. Wenn insofern mein Onyx B noch reinpasst, ansonsten muss ich den auch mal aber andere herstellen. Oh, das kriegen wir ja noch erst. Also wir müssen ja erstmal die Quest machen. Ich krieg endlich eine neue Hose. Passend zu meinem Rest des Outfits. Schön. So, Helm und Hose, also zweimal austauschen, sehr cool. Jo. Oh, das ist jetzt die Nachhut. Sehr schön. Hallo, ihr seid also die Nachhut. Oh, wir dürfen irgendwas sammeln? Ne, Sprengladungen. Ich will was sprengen, ich will was sprengen, ich will was sprengen. Sei nicht so ungeduldig. Du kommst schon dazu, was zu sprengen. Warte. Hast du zwei an der Backe gehabt? Nö, nur ein. Hast du gesprengt? Ich hab gesprengt. Sag mal, nee, der wurde mir tatsächlich nicht gut geschrieben. Echt nicht? Nö. Jetzt. Tatsache. Das ist ja übel. Ah, ich glaube, du kannst sie so oft sprengen, wie du willst, wa? Ja, du musst dreimal sprengen, also. Ist das ein Scheiß? Okay, gut, dann machen wir das hier mal schnell fertig. Ja, es ist mal so weniger Stress bei dir. So easy war eine Hose oder ein Helm besorgt. Ja.
Warum greifen der hier nicht an? Manchmal sind die so halb verbuggt oder.